Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode YouTuber-Insel. Heute mit dem Toilettenprank an den Wasserkriegern. Oh, Leute, und ich befinde mich hier bei den Wasserkriegern im Tempelloch. Ne? Da hinten ist Flauschi gerade auch am Bauen, aber da wollen wir uns gar nicht zeigen und auch gar nicht mit ihr reden, denn sie soll ja gar nicht erfahren, was sie denn heute vorhaben, denn die Wasserkrieger waren ja sehr, sehr, sehr hilfreich in den vergangenen Episoden, haben uns im Krieg gegen den Alpha-Clan sehr unterstützt und deswegen möchte ich denen heute eine kleine Überraschung zukommen lassen. Und ich würde sagen, hier ist doch ein perfekter Ort dafür. Wir machen erstmal den Schnee ein bisschen weg, damit wir hier genug Platz haben, denn ich werde, wie ich nenne ja immer die Wasserkrieger ein bisschen aus Spaß Toilettentaucher. Ist natürlich nur ein Witz, ja. Wir haben ja ein festes Bündnis und ich habe hier jede Menge Materialien gesammelt und wollte eigentlich mein Haus bauen, aber das verschieben wir auf die Episode morgen. Da werde ich dann mein Haus bauen. Seid gespannt, habe mir da was Cooles rausgesucht. Aber ich hatte sehr viel, ich habe sehr viel weißen Beton gefarmt. Da seht ihr die Komponenten für den weißen Beton mit Sand, Kies und weißem Farbstoff. Und da dachte ich mir, was baut man denn ganz klassisch aus weißem Beton? Eine Toilette. Ich werde den Wasserkriegern eine Toilette hier reinbauen und werde sie als Angriffspakt des Alpha-Clans verkleiden. Aber insgeheim ist sie ein Geschenk von mir mit einem reichen Schatz unten drin. Naja, also wir Step by Step. Erstmal benötigen wir eine Werkbank, die ich aber an dieser Stelle gar nicht habe. Das heißt, wir wollen mal ganz kurz zu meiner Kiste. Ich habe nämlich schon ein bisschen mir ausgeguckt, wo ich mein Haus bauen möchte. Und ich glaube, ich habe den perfekten Spot. Guckt euch das mal an. Und zwar werde ich mein Haus bauen da so. Okay, wartet, ich zeig's euch. Da haben wir ja die Wasserkrieger, da haben wir Gambo und dort ist Elina mit dem Paulberger Hills. Und ich habe mir überlegt, ich baue meine Strandvilla direkt hier zwischen die ganzen Gebäude. Da bin ich wirklich am Prime-Spot, das ist arschgeil. Ich sollte vielleicht aber mal, weil hier ist wirklich alles drin, was ich Stand jetzt habe. Das heißt, wir nehmen mal, warte, wir können ja eigentlich schon mal den ganzen Beton vercraften, oder? Ich vercrafte das nicht mehr. So, zack. Boom. Oh. Boom. Jetzt haben wir das ganze Inventar voll. Wir brauchen hier vom Gefühl her noch eine Kiste, Leute. Weil wir haben jetzt, weil wir ein bisschen am Farm waren, haben wir ja irgendwie jetzt gerade zu viel Kram, ne? So, da tun wir mal das Kies rein. Da tun wir den Farbstoff mal rein. Kohle, Tiefenschiefer. So, jetzt haben wir einen Wassereimer. Sehr viel Trockenbeton. Der Toilettenbau kann losgehen. Ich sollte aber vielleicht mal ein Schild hier hinsetzen, damit die Leute auch wissen, dass hier Grundstück von Bensonheimer... Benson. So. Hier wohnt nämlich der Bensonheimer Benson. Nicht, dass mir hier jemand das Grundstück klaut. So, passt schon. Okay. Also wir bauen dann quasi so eine kleine Strandvilla. Hier so ein bisschen auf dem Meer. Das ist, würde ich sagen, wirklich ein Prime-Prime-Prime-Spot. Aber das kommt in der nächsten Episode. Wir wollen uns diese Episode um eine Toilette kümmern. Wir müssen uns hier erstmal eine große Grundfläche schaffen, auf der wir unsere Toilette bauen können. Weil die ist tatsächlich 8x8. Und wenn ich jetzt hier mal so gucke... Die Außenfassade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Dann haben wir hier 2 schräg. Und jetzt hier wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt hier 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau. Dann haben wir schräg, schräg. Bum, bum. Dann gibt es jetzt hier wieder 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Schräg, schräg. Und dann 1, 2, 6, 7, 8. Schräg, schräg. So. Das ist die Grundfläche unserer Toilette. Das heißt, der ganze Sand muss weg und das wird jetzt alles aufgefüllt mit Beton. Das braucht schon mal einen ganzen Stack, ey. Ich habe auch Ente, ist halt auch gerade on, ne? Das heißt, vielleicht können wir ja Ente ausfindig machen. Wir haben ja noch eine offene Rechnung. Die haben nach wie vor meinen Kopf und das passt mir gar nicht, dass hier mein Kopf im Umlauf ist. Eigentlich hätte ich gern als einziger meinen Kopf. Und ich habe ja auch noch Entes Kopf in der Ender-Chest. Selinas Kopf habe ich auch noch, aber mit dem mache ich natürlich nichts. Ich habe auch noch Flauschis Freundebuch, was ich ja noch ausfüllen muss. Eine wunderschöne Toilette. So, jetzt machen wir den ganzen Beton mal richtig. So. Und so. Und das Ganze hier. Jetzt brauchen wir 2 Abstand und machen quasi die gleiche Form nochmal so. Nee, verdammt, das war falsch. Gar nicht so leicht, das nachzubilden. So ist es richtig, oder? Zack, zack, zack. Hat das jetzt überall 2 Abstand? Sieht richtig aus, oder? So, das ist die nächste Plattform, aber die müssen wir so gesehen gar nicht voll füllen. Wir müssen eigentlich nur
diesen hier machen. Wartet mal. So, eine müssen wir füllen, denn hier kommt eine weitere Schicht, die wir jetzt freilassen. So, perfekt. Und jetzt brauchen wir Beton, den ich schon mal vorbereitet habe. Nämlich den richtigen Beton. Und jetzt machen wir hier die erste Schicht sozusagen. Hier, genau. Aber wir machen das von innen hohl, weil da soll ja später eine Überraschung reinkommen, ne? Nämlich 2000 TNT. Nein, war ein Witz. Aber es wäre schon krass, oder? Seid ehrlich. Die hier, die besieht man ja nicht. Das heißt, die brauchen wir auch nicht. So, sehr schön. Zack. So, das müssen wir jetzt hier alles noch ein bisschen zu richtigen Beton machen. Und dann geht es auch schon in die Höhe, Leute. Also, wir kommen schnell voran mit der Toilette. Mit der Toilettentaucher-Toilette. Wie hoch wollen wir die haben? 1, 2, 3, 4, 5. Würde ich sagen, oder? Das reicht. Ups. Sie muss groß genug sein, dass man sie nicht übersieht. Ich denke, so ein Schacht mit 5 hoch, das reicht definitiv. Ich kann gleich einen Mini-Dropper bauen. Wäre auch eine geile Challenge in der Challenge irgendwie. So. Okay. Außenwand steht. Das heißt, jetzt einfach hier mal Wasser runterkippen. Ich hoffe natürlich, Flauschi erwischt mich nicht, während ich hier baue. Das wäre schon, ich sag mal, relativ schwer zu erklären. Warte, oh, jetzt schnell. Ich brauche das Wasser. Hui. Oh, oh. Du heilige Klabauter. Ich habe keine Totems. Man kann es schön lieber, falls es doch mal schief gehen sollte. So. Okay, da haben wir noch ein bisschen was. Das kriegen wir aber ohne Probleme hin. So, perfekt. So, das sieht doch sehr, sehr schön aus. Okay, jetzt kommen wir an die eigentliche Toilettenschüssel. Jetzt bauen wir hier außenrum eine erste Schicht von der Toilette sozusagen. Da muss ich aber gleich erstmal selbst gucken, wie das von außen aussieht. So. Das heißt, einmal einfach hier und dann nochmal eine Schicht oben drauf. Bin so gespannt, wie die da morgen drauf reagieren werden, wenn die wirklich eine Toilette haben. Ich werde noch ein Buch schreiben, wo so Toilettentaucher drinsteht. So, das sieht ja super aus. Aber das hat so eine Toilette, muss ja so Schichten haben. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen da wirklich mit diesem hier. So. Das kann man eigentlich auch so lassen, oder? Das sieht doch safe gut aus. Da muss ja auch ein bisschen. So. So. Und jetzt hier haben wir das gleiche nochmal. Ganz schön betonverbrauchend hier. Das Ding ist, ich sage euch ehrlich, eigentlich ist diese Toilette an und für sich schon geschenkt genug. Du kriegst so viel Beton geschenkt und Beton braucht man immer, ey. Weißer Beton ist hier hochgefragt, ey. Ganz Paulberger Hills besteht ja hier aus weißem Beton. So. Ja, das sieht von innen schon sehr toilettenmäßig aus. Lass uns das mal von außen betrachten. Das sieht geil aus, oder? Ich würde sagen, noch eine. Es ist halt nicht länglich genug, oder? Also es ist halt nicht groß genug. Also es muss halt viel größer werden. Das heißt, wir brauchen mindestens noch eine bis zwei weitere Schichten. Meint ihr, ich kann mich von hier bis dahin jieten? Wow, das geht fast! Aber leider noch fast. So, ja. Sehr, sehr schön. Sieht schon jetzt ein bisschen mehr toilettenmäßig aus. Aber eine Toilette ist halt doch eher so oval und nicht so rund. Versteht ihr? Das heißt, wir müssen, glaube ich, jetzt ist das ganze Ding halt sehr, sehr rund. Na, ist halt eine Rundkacker-Toilette. Ist doch jetzt auch nicht schlimm. Ich meine, passend zu dem Loch hier, das ist ja auch schließlich rund. So. Oh Gott, glaube ich, Flauschi gesehen, kann das sein? Das, also, wenn die uns hierbei erwischt, das wäre schon ein bisschen cringe, würde ich sagen. Also, sich da zu erklären, warum ich eine verdammte Toilette bei den Toilettenwasserkriegern baue, das wäre natürlich sehr unangenehm. So. Nice, nice, nice. Das sieht doch super aus. Jetzt brauchen wir im Grunde noch eine Toilettenschüssel. Also so eine Klappe. Die würde ich sagen, bauen wir. Warte mal, da wäre so ein Highlight-Block eigentlich ganz geil. So ein Bruchstein hier hin. Damit das so ein bisschen. Damit man so merkt, das ist so ein Scharnier. Wisst ihr? Dann haben wir hier das. Okay, Bruchstein holen wir gleich noch. Das bauen wir da gleich noch dran. Oder können wir jetzt hier irgendwo? Da können wir uns einen Bruchstein organisieren. Wartet mal. Dann machen wir diesen. Da kann ich nämlich direkt auch wieder hoch. Kann ich mir hier nämlich einfach so, zack, einen Bruchstein organisieren. Ja, es sieht halt nicht wirklich aus wie eine Toilettenschüssel, ne? Ich hätte es halt nach vorne hin größer bauen müssen. Aber das können wir ja eigentlich noch korrigieren. Wartet mal. So, hier kommt das Scharnier hin in die Ecke. Zack. Jetzt müssen wir das ganze Ding hier schön oval kriegen. Und wir müssen auf jeden Fall diese Toilette noch. Das sieht aus, als ob die so richtig gequetscht ist. Junge, als ob einer mit dem Auto gegen die Toilette gefahren ist. Mann, Gambo hat seinen Führerschein gemacht und ist gegen die Toilette gerast, Alter, wirklich. Deswegen sieht die jetzt so platt gedrückt aus. So sieht doch keine Toilette aus. Mann, ey. Okay, das können wir doch korrigieren. Wir können das so korrigieren. So, so. Jetzt bupp. Und bupp. Na, wie hoch wollen wir die bauen, ist die Frage. Schon hoch, oder? Ich würde sagen, eine Reihe noch könnte doch ganz gut aussehen. Und dann müssen wir aber hier so. Die Frage ist, wie habe ich es jetzt unten gebaut? Ich glaube so, oder? Okay, probieren wir mal aus.
Erstmal ist du Beton und dann checken wir mal, wie es aussieht. Okay, warte mal. Irgendwas haut mit dem Motiv nicht hin. Was habe ich da denn gemacht? Okay, wartet. Was haut da jetzt genau nicht hin? Linke Seite haut hin, oder? Nee, das sind aber drei Stufen. Und rechts ist ja komplett krumm und schief. Wartet mal. Okay, das dürfen nur zwei Stufen sein. Okay, wir kriegen das hin. Jetzt müssen wir natürlich der ganzen Sache noch ein bisschen Profil geben. Und das machen wir, indem wir quasi hier die Klobrille antäuschen. So. Das heißt, wir bauen hier einfach einen doppelten Rand. Gehen wir hier runter. So. Einfach einen doppelten Rand hier dran. So, genau wie ich es hier auch gemacht habe. Beziehungsweise hier muss ich es noch machen. Hier machen wir es gleich. So. Wir sollten jetzt mit dem Toilettendeckel fertig sein. Wartet mal. Oh, ja, 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 ja. Aber ich habe unten eins zu viel, kann das sein? Nee, das sieht schon, das ist schon richtig. Zwei. Aber ich glaube, es wird besser aussehen, wenn wir unten nur eins haben. Wenn ich das so mache. Und dann den hier auch weg. Und den hier auch weg. Dann sieht es, glaube ich, ein bisschen besser aus. So. Okay, gucken wir mal. Toilette. Ja, ja, ja. Haha, geil. Die Toilettenbrille. Da ist sie. So. Die geht schön auf die Toilette. Problem ist, die Toilette ist halt ein bisschen sehr quadratisch, möchte ich mal sagen. Das heißt, wir müssen jetzt hier vorne. Ja, das muss eigentlich alles abgerissen werden. Das muss alles einen Ticken vergrößert werden, sag ich mal. Tada! Meine etwas optimiertere Toilette. Wir können natürlich das Ganze hier irgendwie auch noch so ein bisschen, damit das ein bisschen schicker aussieht, können wir das Ganze so machen. So. Okay. Hier unten ist inzwischen auch schon Wasser drin, wie sich das in der Toilette natürlich gehört. Lass uns das Ganze mal betrachten von außen. Ich bin sehr gespannt, wie meine Toilette inzwischen aussieht. Ja, das sieht schon sehr toilettenmäßig aus. Ja, 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 ja. Das sieht doch super aus, Leute. Das sieht aus wie eine 1A-Toilette. Da kann man sich auf jeden Fall nicht beklagen. Ich habe jetzt hier ein Laserpult aufgestellt an der Toilette, so wie in einem Museum. Na, wir haben jetzt hier ein Toilettenmuseum sozusagen. So. Okay, dann schreiben wir mal ein bisschen. Achso, nee, warte, ich muss ja erstmal das Buch beschreiben. Willkommen im Toilettenmuseum. Hier sehen Sie die erste uns bekannte Basis der berühmten Toilettentaucher. Manchen von Ihnen werden diese sogenannten Toilettentaucher bekannt sein als Wasserkrieger. Dieser Name wurde aber falsch, nächste Seite, überliefert. Der richtige Name lautete Toilettentaucher. Dementsprechend auch das Design ihrer Basis. Liebe Grüße, Alphastein und der Alpha-Clan. In Klammern, ihr bekommt unser TNT niemals. So. Bup. Bup. Willkommen im Toilettenmuseum. Wir sehen Sie die erste bekannte Basis der berühmten Toilettentaucher. So, sehr schön. Okay. Gut, jetzt hängen Sie das, der Alpha-Clan, diese Basis. Oh, ich habe brutalst Hunger. Da habe ich gar kein Essen mehr. So. Aber das soll es ja jetzt nicht gewesen sein. Ne? Jetzt haben wir eine Toilettenbasis, aber jetzt war es ja, stand jetzt noch gar kein Geschenk. Da müssen natürlich auch Preise rein, ne? Aber das Problem ist, ich habe gar nichts. Es ist tatsächlich. Okay, wir könnten uns Smaragde organisieren. Ich glaube, Gambo hat da nämlich zusammen mit den Dreizack-Brüdern eine Smaragdfarm. Und Smaragde kann man ja immer gebrauchen. Oder wir gehen auf ganz, das wäre sogar eigentlich geil, auf ganz illegaler Basis an Russigs Totem-Farm. Und dann, oh, das wäre sogar geil, oder? Und da mache ich, na nee, ich will ja keinen Krieg. Nee, ich war gesagt, ich mache da ein Schild dran, hier war die Wasserkrieger. Aber nee, das wollen wir ja nicht. Es soll ja schließlich ein Geschenk für die Wasserkrieger sein. So, ein Geschenk verkleidet als Prime-Toilette. Wirklich, wenn die Toilette hier drin lassen. Vielleicht nur verschönern, ne? Bisschen verschönern. Wenn sie da die drin lassen, dann sind sie wirklich absolute Goats. Wirklich. Wenn sie die nicht abreißen, Goat-Status. Okay. Wir gehen jetzt mal, ich weiß ja ganz genau, wo die Totem-Farm ist. Ich hole mir jetzt erstmal Essen und da gucke ich mal ran, ob ich die ans Laufen kriege. Wenn ich nicht doof bin, müsste sie das hier doch sein. Also, das sieht so zumindest sehr, sehr danach aus. Ist hier irgendwas drin? Ja, hier sind auch Banner drin. Ja, 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 das ist absolut. Und hier sind auch Boote. Die Boote sind dafür da, um die Wecks abzuhalten. Kennen wir ja alles.
Ich hoffe, ich werde jetzt hier nicht sterben. Aber eigentlich, ja, für Netherite-Schutz hier dürfte eigentlich nichts passieren. So, da gehen wir mal rein und gucken, ob wir die... Da vorne wird anscheinend noch eine zweite gebaut. Ob wir die jetzt so ohne weiteres ans Laufen kriegen. Weil wir brauchen natürlich Bad Omen für so eine Farm. Und das haben wir jetzt nicht. Aber die muss ja... Ja, ja, okay, das ist auf jeden Fall eine. Ist in den Kisten was drin? Ja, die Kisten sind leider prime voll. Ja, das ist natürlich Quatsch. Das kann alles weg. Die Äxte können auch alles weg. Problem ist, wenn... Ich glaube, die gehört Russig, oder? Wenn ich jetzt nicht doof bin. Das ist aber auch... Also, ich beklaue ihn ja jetzt sozusagen. Das ist aber... Ja, hier, diese ganzen Banner ist aber Quatsch, ey. Was sollen diese ganzen Banner hier? So, das läuft jetzt alles schön runter. Prime, Prime, Prime. So, der steht hier irgendwie rum. Okay, Eigentlich muss man normalerweise da hochklettern können. Kann man jetzt hier aber nicht. Auf der Suche nach dem Außenposten habe ich was ganz anderes entdeckt, Leute. Ein kleiner Gemelo. Komm her, meine Maus. Endlich bist du wieder zu Hause. Oh Mann, wie mache ich das jetzt hier? Ich habe Stress heute. Ich habe so Stress. So. Zack. Ja, nicht vergiften, bitte. Oh nein, 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 nein. Ich muss sie im Dreizack töten. Sonst mache ich mit Swipe. Moin, Gemelo, meine kleine Maus. Was machst du denn hier? So. Zack. Also, ich habe schon Brot. Na gut, dann brauchen wir das nicht. So. Kommen Sie mal ran, Gemelo hier. Sie müssen erstmal da rein. So. Kleine Maus, du, ey. Dir geht's doch hier gut, oder? Hey, kackst du da etwa in das Boot? Auf dem Rückweg nehme ich dich mit, meine kleine Gemelo-Maus, ne? Tschö. Nice, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal Gemelo. Wow, Baby! Ein Außenposten. Es hat so lang gedauert, Alter. Whee! Geil, okay. Jetzt haben wir die Koordinaten des Außenpostens. Das heißt, mit Hilfe dieses Außenpostens können wir jetzt... direkt neben dem Dorf. Ist illegal. Können wir jetzt den, die Raid-Farm von Russig benutzen und damit sowohl den Alpha-Clan ein bisschen hops nehmen, als auch die Wasserkrieger. Das wird sehr, sehr, sehr geil. So, okay, let's go. So, wir müssen einen Anführer finden. Der hat ein Banner auf dem Rücken plus vielleicht noch ein paar... Junge, Hexenhäuschen, Dorf. Ah, da ist einer. Ich killer. Okay, mein Dreizack ist sogar schon fast voll. Das Geile ist, wir sind zwar schon weit weg, aber dadurch, dass wir halt Dreizack-Action machen können, werden wir schon relativ... Und wir haben Bad Omen für 1 Stunde 40 Minuten. Das reicht definitiv, um zurückzukommen. Ich zisch ab. Wir müssen in... Welche Richtung müssen wir? Lass mich ganz kurz checkeronien. Wir müssen in diese Richtung hier. Let's go. 9000 Blöcke müssen wir jetzt zurück. Na okay, es ist schräg. Schräg müssen wir weniger. Wahrscheinlich so, weiß ich nicht. 3000 Blöcke müssen wir zurücklegen. Pi mal Daumen. Und dann geht's ab. Wir werden uns für die Zukunft definitiv da eine Portal-Connection hinmachen, eine geheime. Das heißt, wir können über den Nether ja 8-mal so schnell traveln. Das heißt, wir bauen da einfach ein Eisboot, einen Eisbootweg hin. Das sind ja dann gerade mal, keine Ahnung, 500 Blöcke oder so. Easy. Es hätte vielleicht sogar Sinn gemacht, sich jetzt schon da ein Portal zu bauen, aber ich habe halt keinen Obsidian und... Ne, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Ich finde auf den Weg zurück, wo ich schon 3/4 der Strecke zurückgelegt habe, einen weiteren Außenposten, Bruder. Ne, wieso habe ich den beim ersten Mal nicht gesehen? Oh Mann, na egal, jetzt haben wir einen anderen Außenposten, der sogar noch viel näher ist. Also, Glück im Glück, würde ich sagen. Der ist sogar wirklich sehr nah. Der ist gerade mal 1500 Blöcke von der... Ach, nicht mal. Der ist 1300 Blöcke von der Farm weg. Also die Strecke läufst, machst du ja mit Dreizack in 8 Minuten oder so. Das ist schon geil. Gucken wir mal, ob das eine semi-automatische Raid-Farm ist. Ich sollte nämlich eigentlich jeden Augenblick da sein. Wir befinden uns noch 400 Blöcke entfernt. Ja, da ist doch schon die Insel tatsächlich. Ich glaube, ich habe... warte mal, wo muss ich jetzt nochmal hin? Da. Okay. Hier vorbei. Und wir sind da, Leute, mit Bad Omen. Sehr schön, sehr schön. Ich bin mal gespannt, was seine Raid Farm denn so auf dem Kasten hat. So, ja, ja, da wird schon der Überfall gestartet. Perfecto compuesto. So, jetzt gehen wir hier hoch. Problem ist, da ist so eine Plattform, also die sieht man jetzt nicht, aber da ist ja so eine zweite Plattform gebaut. Die könnte tatsächlich Probleme machen, dass da halt... Nee, die ist zu weit weg, alles gut. Ah, oh, Bruder! Yibi, 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 yibi! Kommt runter, meine Rabauken. Jawohl. Und wir haben direkt Bad Omen. Das heißt, wir lösen direkt die nächste Raid aus. Sehr schön. Das läuft halt so lange, bis man mal keinen Typen hat, der Bad... Also der den Anführer ist. Ich bin ein bisschen nervös. Ja, geil. Ja, das ist gerade richtig gut, dass das klappt. Wir müssen aber auf jeden Fall hier diesen und diesen. So. Damit wir hier im Notfall uns auch safen können. Mehrere Raids jetzt schon durchgespielt, Leute.
Okay, geil. Drohendes Urteil haben wir auch wieder. 5 sogar. So. Ja. Jetzt, ich glaube, ich muss alle killen, oder? Deswegen geht es nicht weiter. Warte mal. Bam. Bam. Da hinten ist noch einer. Wie kommen wir an den? Ron ist ihn schon eine Frage. Ich habe aber drohendes. Also, wieso triggert der keine Raid? Weil das ist das, was sie in der Loot bekommen haben. 4 Totems, 52 Smaragde. Das ist doch schon mal super, ey. Das ist immer ein super Ding. Aber wieso? Wartet mal, lass mich ganz kurz hier. Ah, verdammt. Problem ist, hier darf man ja keine Blöcke platzieren. Wie komme ich denn jetzt da hoch, ey? Ah, warte, ich weiß nicht, wie ich hochkomme. Easy. So. Du Atze bist weg. So. Wieso geht's denn jetzt nicht weiter hier im Karton? Können wir das mal jemand bauen worden? Was ist denn da oben? Muss ich wieder raus und wieder rein, um einen neuen Raid zu triggern, oder was? Ich geh mal hier runter. Ich muss runter, um einen neuen Raid. Ja, ich war zu weit vom Villager weg. Perfekt. Jetzt gehen wir wieder hoch. Grüße genauso an Russig, mein Allerliebster. Danke für dieses unfreiwillige Geschenk. Und es geht wieder los und die Massen spawnen da oben. Kommt runter. Zack, zack. Ich würde sagen, 2 pro Kiste. Wir haben ja 4 Kisten vorbereitet. Das heißt 4, 5, 6, genau 8. 9, 10, 11, 12. Das wären jetzt 3 pro Kiste. 4 pro Kiste. Perfekt. So, da noch ein paar Schmaragdos. Ja, hier Holz brauchen wir nicht. So, zack. Und was brauchen wir auch nicht? Ey, meine Inventare. Es ist so voll. Ja, hier ist, Sand kann man immer gebrauchen. Holz, so, perfekt. So, jetzt haben wir alles auch mitgenommen, dass wir hier keine wertvollen Sachen lassen. Okay, jetzt muss ich noch einen Raid auslösen, damit ich nicht aus Versehen Raid dann auslöse bei den Toilettentauchern. Genau. Jetzt können wir unseren Dreizack hier nehmen. Und schnell, bevor sie es auflädt. Oh Gott, ich habe die Schuhe noch an. Ich bin so langsam. Hilfe. Aus der Rage raus, Benson, schnell. Wo sind wir denn jetzt? Sind wir schon da? Okay, warte. Die Schuhe müssen wir auf jeden Fall... Ja, jetzt, oh, komm, Holz weg. Und da sind wir doch da, Leute. So, wartet, wir gehen hier runter. Dann können wir uns direkt mit Hilfe des Wassers auf die Toilette boosten. Ich muss ehrlich sagen, ich würde mich selber eine positive Wertung freuen. Denn den Außenposten zu finden, war dann doch ohne Elytra ein etwas größerer Akt. Wir graben uns einfach mal hier rein. So, also... Ach ja, ich habe ja nicht genug Kisten und ich habe mein ganzes Holz weggeschmissen. Wie kann man so blöde da Birne sein, Alter? Okay, warte. Erstmal hier. Alle Totems rein. Boah, wir haben echt eine Menge Totems gefarmt. Ne? Das ist schon geil. Oh, aber wichtig, ich behalte nichts. Nichts von unserer kleinen geheimen Prank-Aktion hier bleibt in meinem Inventar. Alles verschenke ich. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich hier nichts behalte. So, haben die denn jetzt hier, wenn die von mir so viele Totems geschenkt bekommen, obwohl die ja eigentlich da echt, das muss ja übelste Mangelware sein. Ich glaube, der Alpha-Klein hat die einzige Farm da. Oh ja, 6 Kisten. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich brauche aber 7. 7 Kisten. Zack, 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 zack. Und zack, zack. So, das muss natürlich weg. Das ist Claw. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, genau. Ich glaube, 4 pro Kiste hatte ich gesagt, oder? Geht das auf? Das sind 4, in der dritten 4. Perfekt, ja. Die sortieren wir, würde ich sagen, so ein. Boah, reichen meine Smaragde, um jetzt hier alles aufzufüllen? Oh, das wird knapp, aber es könnte reichen. Wartet. So. Oh, das ist schon, da können sich die Wasserkrieger auf jeden Fall nicht beklagen. Das ist schon sehr, 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 sehr cooles Geschenk, würde ich sagen, ne? Das Ding ist, die glauben ja dann, dass der Alpha-Clan ihnen das geschenkt hat. Also das müssen wir natürlich irgendwann danach auflösen. Da können sich die Alpha-Clan die Lorbeeren mal geben. So, und jetzt geben wir hier noch voll rein. Oh, ist das cool. Ha, geil. So, jetzt machen wir das Ganze noch zu. Die Frage ist, wie, so und erwartet. So, zack. Fertig ist der Toilettenprank auf der YouTuber-Insel. Ich bin sehr gespannt, wie morgen Flauschi... Amir und A Wife darauf reagieren werden. Ich bin sehr zufrieden, wie es am Ende geworden ist. Lasst eine positive Bewertung da. Abonniert natürlich den Kanal kostenlos, um keine Episode der Insel zu verpassen. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao.